Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute seht ihr, ich bin mal woanders. Ich bin nicht auf meinem Sofa, was ihr ja schon kennt aus meinem Bastelvideo. Und zwar, ich bin zu Besuch bei jemandem Bekannten. Und ja, natürlich kommt trotzdem ein Video. Und heute soll einmal ein Schulvideo kommen, daher ein Freitagsvideo ist. Und heute soll es einmal um den Dativ gehen. Und zwar, wir gehen jetzt erstmal einmal wieder alles durch, was der Dativ, tralala. Und dann kommt eine neue Besonderheit, die ich am Ende von diesem Video dann noch zeige. Genau. Also, der Dativ. Der Dativ gehört zu den vier Fällen. Er ist der dritte Fall. Den ersten hatten wir ja schon, das war der Nominativ. Den zweiten der Genitiv. Und jetzt ist halt, kommt halt der dritte, und das ist der Dativ. Und wir haben halt vier Fälle. Heißt, es kommt dann noch einer. Ja, er ist der dritte Fall. Die Frage für den Dativ ist, wem? Genau, der Dativ und der andere Fall, der dann nächste Woche kommt, sind Objekte. Das sind nicht solche Objekte wie der Genitiv, wo die sehr selten sind. Das sind sehr häufige Objekte. Und sie sagen halt jemanden oder etwas aus, mit dem etwas im Satz geschieht. Das heißt, ich spiele mit und das ist dann halt das Objekt. Dabei bezeichnet der Dativ häufig eine Person. Also der andere bezeichnet dann immer den Gegenstand, der Dativ eine Person. Dazu wollen wir uns jetzt nochmal einen Beispielsatz anschauen. Und zwar der Satz: Ich schenke ihm ein Geschenk. Heißt, wem schenke ich ein Geschenk? Ihm. Ihm ist das Dativobjekt. Genau. Sonst gibt es zum Dativ nicht viel mehr zu sagen. Heißt, es ist ein dritter Fall. Einer von den vier Fällen. Er ist im Satz ein Objekt und er bezeichnet dabei häufig die Person. Genau. Und jetzt noch zu der Besonderheit. Und zwar, wenn ihr jetzt das Ganze noch einmal üben wollt, heißt das Ganze noch einmal durchgehen, habe ich jetzt hier mein Tablet dabei. Genau. Und zwar, das ist das Programm Learning Apps. Das ist jetzt wieder Werbung. Und genau, das ist halt eine Webseite. Man kann es auch als App auf Tabletten oder Handys herunterladen. Also ich habe mich jetzt da angemeldet und habe schon die eine Übung jetzt zum Dativ erstellt. Die schauen wir uns gleich auch mal an. Und wenn ihr jetzt das Ganze nicht so sehr suchen wollt und so weiter, da müsst ihr ganz einfach unten in die Videobeschreibung jetzt gehen. Und da seht ihr jetzt den Link, das heißt irgendwie learningapps.irgendwas. Und da drin könnt ihr draufklicken. Und da kommt ihr zu der Übung und da können wir jetzt einmal hier drauf gehen. Dann öffnet sich das. Da kommt hier halt die Aufgabe. Das hier unten seht ihr nicht. Halt nur die Aufgabe, da könnt ihr OK klicken. Und da haben wir jetzt hier so einen Lückentext. Und hier müsst ihr halt das anklicken und da kommen hier die Auswahl-Dinger, die hier halt mit dabei sind. Es sind jetzt hier nur 5 Lücken. Beim nächsten Video sind es dann vielleicht schon mehr. Ich wollte es zum ersten Mal ausprobieren. Und vielleicht, wie das bei euch ankommt, könnt ihr ja mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr das gut findet oder nicht. Und hier oben habt ihr dann auch nochmal, hier könnt ihr Vollbild machen. Hier habt ihr nochmal die Aufgabe, wenn ihr draufklickt. Halt, das füllt die Lücken. Und hier haben wir auch hier die Glühlampe. Wenn ihr da drauf klickt, kommt ein Hinweis. Ich mache zu jeder Aufgabe einen Hinweis. Und ja, der ist halt etwas knifflig. Heißt nicht, die Lücke 5 ist das und das. Wenn ihr das gemacht habt, werdet ihr mitkriegen. Das hat was mit dem Video zu tun. Und wer jetzt im Video gut aufgepasst hat, kann das ganz leicht lösen. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Schaut euch mal das mit diesen Learning Apps an und
Schreibt mir dann mal unten in die Kommentare, wie ihr das findet. Genau, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Abo und ein Like da. Schaut bei Learning Apps vorbei. Ciao.